Hallo Freunde, willkommen zurück zu XCOM. Wir haben die Truppe für die aktuelle Mission in der letzten Episode schon gemacht. Es geht darum, mal wieder ein VIP zu retten. Bin gespannt, wie die Sache dann läuft. Der Sprecher hat uns von einer verbündeten VIP berichtet, die von Edlund festgenommen wurde und in einem ihrer Transporter durch das Gebiet hier befördert wird. Wir fangen den Transporter ab, um den Gefangenen zu befreien. Rechnen Sie mit Widerstand. Sichern Sie das Gebiet und schalten Sie alle Feinde aus. Nichts leichter als das, oder? Mal wieder Peking. Da habe ich ganz schlechte Erfahrungen gemacht mit VIP-Missionen in Peking. Häuserschluchten. Das sieht man wieder nach einer erhöhten Position für den Scharfschützen aus, oder? Na, wollen wir hoffen, dass das so läuft, wie ich mir das vorstelle. Männer 1-5 haben bestätigten Aufenthaltsort der VIP. Zum Treffpunkt vorrücken. Eliminieren Sie alle Feinde. Ja, super. Sieht so aus, als kämen wir hier hin, ohne entdeckt zu werden. Probieren wir es. Okay, bin unterwegs. Sie haben uns. So viel dazu. Das sind doch nur Zivilisten. Was soll's? Okay, so viel zu der Geschichte. Da habe ich die Verborgenheit ja mal direkt in den Sand gesetzt. Spitze. Das bedeutet, jetzt wird es wahrscheinlich hässlich. Eine extrem gut ausgerüstete mechanisierte Kampfeinheit. Wir müssen nach Schwachpunkten suchen, wenn wir. Was zum Teufel? Und los geht's! Aha. Und dann hau rein. So muss das immer laufen. Erledigt. Sieh sich das einer an. So, Dynamo ist nicht in Reichweite. Hier drüben ist es dann aber. Okay, dieser Kampfanzug da macht mir ein bisschen Sorgen. Wo kommt das Glas her? Oh Mann. Verstanden, bewege mich zum Ziel. Feuerschutz? Man kann ja nie wissen. Da gucken wir mal, was er fallen gelassen hat. Ein Stecher. Okay. Diese Waffenverbesserung, wenn installiert, gewährt eine geringfügige Chance, dass ein abgefeuerter Schuss keine Aktion kostet. Hui. Mhm. Den Stecher können wir gut gebrauchen. Den basteln wir auf einen Scharfschützengewehr, würde ich sagen. Bin unterwegs. Oder so. Du machst es ja kompliziert. Du hättest doch einfach hier langlaufen können, aber wäre wahrscheinlich nicht so anstrengend gewesen. Naja. So, Dynamo, wie machen wir das mit dir? Ich denke, Feuerschutz wäre erstmal in Ordnung, oder?
Oh, Kacke. Der ist auf erhöhter Position und flankiert. Und keiner trifft. Jetzt wird's hässlich. Kann ich sehen. Nein. Uiuiuiuiui. Was haben die denn für lustige Einheiten, sag mal? Und diese zwei gelben Knubbel, machen die das, was ich glaube, was sie machen? Ist das so eine Art Panzerung, die erst durchschlagen werden muss, bevor man Schaden machen kann? Einmalig oder immer? Begebe mich zum Ziel. Bestätigt. Überwachung läuft. Okay. Wie gehen wir den Dicken jetzt an? 70% Trefferchance? Er ist relativ groß. Würde passen. Zerfetzt Rüstung. Wäre interessant. Außerdem machen wir damit die Deckung kaputt. Vielleicht hilft's. Okay, eine zerschreddert, einmal Rüstung, einmal Schaden. Oh, Kacke. Der ist ja zäh. Da gehen wir hin und gucken mal, wie viel Schaden wir jetzt machen. Ich meine, die Rüstung wurde jetzt schon durch die Granate quasi abgezogen. Ob die nochmal abgezogen wird, sehen wir gleich. Wird sie. Panzerung getroffen. Ich finde die richtig super, die Jungs. Oh, bitte nicht explodieren. Immerhin. Den sind wir los. Da kamen wir gerade nochmal mit einem blauen Auge davon. Lustig finde ich die trotzdem nicht. Roger. Wir haben nur noch 9 Runden, um uns zu evakuieren. Na los, zeigt euch. Oh, darauf bin ich eigentlich gar nicht so scharf. So, unser Specialist, der sieht noch am ehesten aus wie ein Mensch. Den sollten wir vielleicht zum VIP bringen. Ich meine, unseren Freizeit-Rambo hier mit Fliegerbrille und Flugzeugträgerfrisur, den brauchen wir da nicht reinzuschicken. Die stirbt ja vor Angst, die gute Frau. Da hätten wir gute Deckung. Na, soweit so gut. Und... bist du unsere Revolverheldin? Feuer wieder. Du bist die Revolverheldin. Deshalb hast du nur Kurzstrecken. Scanne Gebiet. Feuerschutz. Ich sehe schon. Dann könnten wir sie eigentlich auch zum VIP befördern. Manners 1-5, Vorsicht. Feindliche Abfangjäger sind auf dem Weg zu ihrer Position. Firebrand bleibt nur ein kleines Zeitfenster für die Extraktion. Wir wollen es ja auch nicht so einfach machen, oder? Wir können mal gucken, dass wir da noch ein bisschen Feuerschutz bieten. Ich habe irgendwie echt Angst vor dem, was da noch kommt in der Mission. Bestätigt, Überwachung läuft. Bin gleich da. Aha. Also, in der vorhergehenden Mission habe ich gesehen, wir können die Türen an den Dingern öffnen. Ich nehme also an, dass wir irgendwie ans Heck müssen, um den VIP da überhaupt rauszuholen. So, Dynamo. Dich stellen wir, glaube ich, mal hier ab. Wenn alles gut geht, stehst du dann in relativ guter Deckung und kannst nächste Runde eingreifen, falls Aliens auftauchen. Na super.
Immerhin einiges an Schaden gemacht. Auch wenn wir jetzt flankiert werden, was ich gar nicht lustig finde. Ich glaube nicht, Alien. Der hat ja das Psi-Schild. Glaube ich. Satz mit X. Geht das mit etwas weniger Genöle? Das wäre super. So, da hätten wir nur noch eine Blendgranate mit ihm. Wir könnten bis hierhin laufen und dann wahrscheinlich das Alien flankieren. Vielleicht auch nicht. ...55% ist ein bisschen dünn, muss ich sagen. Warten wir mal ab mit ihm. Vielleicht benutzen wir gleich doch noch die Blendgranate. So, sie hat derzeit noch nichts in Sichtweite. Oh, aber das verspricht lustig zu werden. Nähere mich der Zielposition. Okay. Nicht Feuerschutz. Halt, stopp. Schießen. Hat irgendwie Stil, das mit einem Revolver zu machen. Ich weiß auch nicht warum. Achso, da haben wir diese Hacking-Geschichten. Na, das können wir mal lassen. Tür öffnen ist noch nicht, oder wie? Achso, die müssen wir hacken, diese Tür. Gut. Dann machen wir das so. Technologiewert 50. Einblick. Forschungsdauer der aktuellen Technologie 50% reduziert. Oh, bitte lass das klappen. Bitte, 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 bitte. Yay. Das schön. Vor allem ist das Psionik. Das ist ja was ewig lang dauert. Da haben wir jetzt richtig Gewinn gemacht. Wir sind durch. Du bist der Held. Würde ich sagen, hacken wir den gerade noch in kleine Stücke. We've got the VIP in time. Moving to evac. Ja, wir sind dran. Könntest du dann mal mit dem Zacken weitermachen? Das wäre super. 5, Status bestätigt. VIP im Schlepptau. Zum Evakuierungspunkt vorrücken. Richtig. Trotzdem möchte ich jetzt genau das sehen. No longer a threat. Advent-Truppen gesichtet. Und jetzt bin ich doch froh, dass wir den mit der Blendgranate übrig gelassen haben. Der kann jetzt nämlich doch noch für ein bisschen Feuerschutz sorgen oder so. Kriegen wir das irgendwie noch gebacken, dass wir das vielleicht... So ist fein. Irgendwie zickt das gerade ein bisschen, was die Steuerung angeht. Komm, sei mir nicht so träge hier. Granate! Kriegen wir vielleicht beide, wenn wir so weit nach hinten feuern. Werden wir gleich sehen. Desorientiert, immerhin. Haben wir schon mal das geschafft. Weiß der Teufel, was der dann vorhat? Ich hoffe, er geht auf ihn hier. Das wäre erstmal gut. Oh, was ist denn das? Ja, ich
Ich würde diese wirklich gerne öffnen. Egal. Irgendwie hängt es gerade ein bisschen. Ganz komische Sache das. Auf. Ah, wiederbelebt. Igitt. Oh, das hätte ich an deiner Stelle nicht gemacht. Das war knapp. Revolver for the win. Ziel ausgeschaltet. Feuer erwidern. Wir nähern sich unserer Position. Ja, ich sehe schon. Ach Gott, die kommen jetzt da auf diesem Leuchtfeuer. Wir sollten wirklich mal langsam die Beine in die Hand nehmen. Wir haben einen feindlichen Transporter geortet, der auf dem Weg zu ihrer Position ist. Aha. Okay. Wir haben hier den Wiederbelebten, der wahrscheinlich reinhaut wie Bolle. Und wir haben das Alien da oben. Wir haben den VIP, wir haben unseren Dings da. Bei dem anderen kriegen wir keinen Schwerthieb hin. Hacken wir uns halt erstmal durch den durch. Stück für Stück vorkämpfen. Also er macht wirklich einen super Job. Da kann man nichts sagen. Psi-Zombie wurde ausgeschalten. Sehr gut. So, dann würde ich sagen, als nächstes rücken wir mal mit ihm vor. Bin dabei. Läuft. Du wartest mal bitte kurz. VIP. Ich finde es übrigens sehr schön, wenn wir Alarm auslösen hier, dass unsere Gesichter oder die Gesichter der Charaktere tatsächlich hier drauf zu sehen sind. Es hat noch einen sehr schönen Touch. Das ist in Ordnung. So, Specialist. Wie weit haben wir es denn eigentlich noch? Das ist ein ganzes Stück. Besonders da jetzt von hier drüben auch demnächst neue Truppen eintreffen. Los, los, los! Dann machen wir sie mal... Ja, Overwatch bringt nicht viel. Weil, wenn wir sie auf Feuerschutz machen, dann ist das nur mit dem Revolver. Und wenn da hinten dann gleich Truppen landen, wird das nichts. Wir könnten sie bis hierher bewegen. Und vielleicht schießt sie dann mit dem Revolver ganz gut aufs Alien. Werden wir gleich sehen, denke ich. 41. Ja, nicht wirklich gut, aber besser als nichts, würde ich sagen. Gut. Pech gehabt. Muss besser zielen. Ich hoffe, das Alien wird eine Psi-Aktion gegen unseren Nahkämpfer machen. Ich glaube außerdem, dass die Alternativmunition nicht gegen, nicht für Sekundärwaffen gilt. Ich habe jedenfalls nicht gesehen, dass der Revolver Drachenhauch-Dings da verfeuert. Und da sie halt jetzt eine Revolverheldin ist, ist das mit dem Scharfschützengewehr und der Sondermunition ein bisschen verschenkt, leider. Auf die Flanken achten, sie bewegen sich! Das wird so nix. Aber Plan ist aufgegangen, er ist das offensichtliche Ziel und er ist ja immun gegen Psi-Geschichten. Da läuft das. So. Damit können wir schon mal was anfangen. Möge das große Zerhacken beginnen. Zum Glück gar nicht kompliziert, wie der da hinkommt, aber ich bin froh, dass er es geschafft hat. Und er steht auch einigermaßen sicher.
Leute, der hat's drauf, was wir dem schon zu verdanken haben. So, sie sieht im Moment niemanden. VIP, da hätten wir ihn. Da geht's ums Hacken, aber Hacken erstmal unwichtig. Viel wichtiger für mich, dass wir hier hochkommen. Bin schon dabei. Wir haben nur noch 5 Runden Zeit. Und alles klar, hier drüben ist die Route. Ich hoffe, dass der VIP da hochkommt. Wäre ich der VIP, ich könnte da nicht an dem Kabelschacht hochkrabbeln, aber die VIPs, die wir retten, die sind sportlich allererste Sahne. Die Routenplanung der KI ist noch ein bisschen komisch, würde ich sagen. VIP in Sicherheit und bereit zur Evakuierung. So gefällt mir das. VIP ist schon mal weg. Das passt. Hier ist Firebrand. VIP ist in Sicherheit. Hervorragend. Und los geht's. Jetzt haben wir noch 5 Runden Zeit, unsere restlichen Truppen zu sichern. Das klingt irgendwie machbar, oder? Wir haben den Specialist bereits in Position. Der kann da oben ein bisschen Feuerschutz liefern. Nächste Position. Bin dabei. Und dann schauen wir mal, dass wir den Kram hier demnächst beenden. Möglichst ohne Verlust. Okay. Steht noch. Macht nichts. Aber das waren jetzt genug Warnschüsse. Ja, das waren jetzt genug Warnschüsse. Beim nächsten Mal macht er ernst, okay? Klang irgendwie nach einem Weibchen. So, er muss leider nachladen. Sollte aber nur eine Aktion sein und danach können wir das Feuer öffnen. Waffe geladen. Na, wollen wir hoffen, dass das hinhaut. Man könnte fast meinen, das Auto steht im Weg. Ziel steht noch. Macht aber nichts. Wir müssen Dynamo hier schließlich auch noch irgendwie da hochbringen. So sieht es doch gar nicht schlecht aus. Was haben wir denn hier? 100% Trefferchance. 99%. Da wäre dann interessant, was sie treffen kann. Den hinteren zu 57. Probieren wir. Okay, den hat's ganz schön rumgewedelt. Ziel eliminiert. Wie war das? Irgend so ein Gesetz von so einem gewissen Newton oder so? Unsere Schützin hätte es da auch ganz schön wegwedeln müssen. Feuerschutz, erhöhte Position. Bedrohung ausgeschaltet. Super Sache das. Nochmal schießen wäre jetzt natürlich toll. So, mit ihm gehen wir hier mal in Reichweite. Dann können wir nächste Runde entweder aufs Dach und evakuieren oder, je nachdem, was das Alien-Ding da macht, können wir da nochmal im Nahkampf ein bisschen was reißen. Im Großen und Ganzen. Das sieht aber schon recht solide aus. Steht auf Feuerschutz. Nicht gut. Nicht gut. Menace 1-5, feindliche Abfangjäger nähern sich mit hoher Geschwindigkeit. Ihr Evakuierungsfenster schließt sich. Den Schuss noch, komm schon. Ich mag die Drachenmunition irgendwie. Abschuss bestätigt. So muss das. Okay, dann würde ich sagen, wir evakuieren mal wieder 2 Leute. Schon unterwegs. Der Specialist bleibt noch, bis die Scharfschütze nächste Runde auch aufs Dach kann. Die anderen beiden schicken wir heim. Hatte ich dem nicht gesagt, er soll in das Feld rein? Dann halt nächste Runde. So, Dynamo, du hast Feierabend und du hast richtig was gerissen heute. Du wirst bestimmt befördert, hast es verdient. Das wäre dann, glaube ich, unser erster Sergeant. Und den machen wir auf Feuerschutz. Für den Fall der Fälle. Begebe mich zur Zielposition. Soweit, so gut. Genau rechtzeitig.
Ich glaube, es sind auch keine Gegner mehr in der Nähe. Wir haben auch nichts mehr einzusammeln oder so. Das ist jetzt nur noch Formsache. Mitten rein. Jetzt will ich aber nicht sehen, dass du woanders stehst. Ich bin weg. Richtig das. Und dann bleibt jetzt natürlich nur noch unser Specialist. Der hat einen richtig guten Job gemacht. Roger. Der hat mehr geforscht als die Forscher. Bin dann mal weg. Super Feuerunterstützung geliefert. Bin zufrieden. Makellos. Ach, wie das schon klingt, das ist ja super. Meines 1-5 Status bestätigt, Mission erfüllt. Ach, ist das toll. So, größter Verursacher Schaden, Dynamo. Wer hätte es gedacht, am häufigsten angegriffen, auch Dynamo. Am weitesten bewegt, auch Dynamo. Und Private Willem Meyer, meisten Angriffe ausgeführt. Das war, glaube ich, unser Rambo. Durchschnittsschaden pro Angriff, neuer Rekord. Am meisten getötete Feinde pro Runde, neuer Rekord. Das haben wir irgendwie Dynamo zu verdanken. Der Typ ist leicht imber. Aber ich find's gut. Eine so erfolgreiche Mission hebt bei allen die Stimmung. Wir sollten die Bar auffüllen. Aber hallo, sollten wir die Bar auffüllen. So, Dings da. Was machen wir aus dir? Gefechtsprotokoll oder Mediprotokoll? Was macht denn das Gefechts nochmal? Stromschlagen garantierten. Ja, das ist super. Machen wir. Achso, finde ich das toll, wenn ein Nordstern irgendwie so ein eigenes Ding aufzieht. Deshalb wäre der Heiler. Weiß ich auch. Sodala, was haben wir denn? Er ist Sergeant, das heißt, wir haben neue Möglichkeiten in unserer Guerilla-Taktikschule. Und wir haben hier Schattenangriff und Schattenschritt. Schattenschritt. Dieser Soldat löst weder Feuerschutz noch Reflexschüsse aus. Das heißt, man kann einfach blind reinrennen und alles zerhacken, was irgendwie nach Dynamo klingt. Schattenangriff. Lass noch mal ganz kurz warten, bis der es zurücksetzt. Erhalte plus 25 zusätzliche Zielsicherheit, solange du verborgen bist. Plus 25 kritische Trefferschuss bei Angriffen auf Feinde. Mehr Crit und aus der Tarnung raus mehr angreifen. Aus der Tarnung raus angreifen wäre super, wenn wir Phantom geskillt hätten. Aber da wir Nahkämpfer sind, mit ihm zumindest, Klingmeister und Schattenschritt klingt einfach super. Es ist nicht nur der Erste, den Weg ignorieren, sondern alle, so wie es hier steht. Und dementsprechend rein, drauf und dann hoffen, dass man die nächste Runde überlebt. Klingt lustig, nehmen wir mit. So, sie ist ja unsere Revolverheldin. Jetzt muss ich demnächst mal ein bisschen umrüsten, dass sie kein Scharfschützengewehr dabei hat, sondern ein Sturmgewehr oder so. So, was haben wir? Sie ist ebenfalls Sergeant. Heftiger Schuss oder blitzschnelle Hände? Heftiger Schuss. Gib einen Schuss mit leicht verminderter Zielsicherheit ab, der aber deutlich mehr Schaden verursacht. Treffen sie so schon sehr schlecht. Blitzschnelle Hände. Feuere deine Pistole auf ein Ziel. Dieser Angriff kostet keine Aktion. Müssen wir da noch überlegen. Sie muss dringend neue Ausrüstung erhalten. So, was haben wir? Wir haben einen Stecher. Das ist nicht sie. Das ist ein Abzug. Und Advent Datenpad. Mal wieder. Und natürlich VIP Kathleen Moore. Sie ist Ingenieurin und wird uns hoffentlich demnächst helfen. Wenn man ihre begrenzten Ressourcen bedenkt, Commander, haben Sie meine Erwartungen trotzdem übertroffen. Gute Arbeit. Danke, danke. 87 Informationen haben wir außerdem erhalten. Damit können wir dann demnächst Kontakte aufnehmen, würde ich sagen. Du bist beschäftigt. Ich würde sagen, dich entfernen wir mal gerade. Wir haben immer noch genug Energie. Und dann räumen wir mal hier drüben was frei. Und dann haben wir auch genug Platz für die Psy-Schule demnächst. Alles klar? Technologie Psionik nur noch 9 Tage. Das haben wir gerade eben halbiert. Das ist absolut fantastisch. Das gibt 2 Daumen hoch aus meiner Ecke. Das finde ich super so. Gut, das wäre es dann aber für heute auch schon wieder gewesen. War mal wieder eine relativ gute Mission. Irgendwie läuft es immer gut, wenn Nordstern nicht dabei ist. Ich sollte mir Gedanken machen.
Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Basismission und danach eine Mission. Solange der Kommando alles regelt, habe ich genug Zeit, um zu lernen, wie man dieses Schiff fliegt. So wie ich.